herzliches Willkommen zu Let's Play Lego Star Wars, die komplette Saga. Wir haben vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis Lego Star Wars 3, The Clone Wars, gespielt. Und das Projekt kam eigentlich relativ gut an. Und jetzt hätte ich gesagt, starten wir mit der kompletten Saga, bevor die Skywalker-Saga rauskommt. Die ist nämlich schon ein paar Mal verschoben worden und sollte aber hoffentlich in diesem Sommer dann auch endlich mal rauskommen. Das wird ein bombastisch großes Spiel, aber bevor das kommt, müssen wir noch die komplette Saga spielen und natürlich auch das Erwachen der Macht. Hat noch mal eigenes Spiel bekommen. Und ja, ich habe gesagt, wir lassen uns nicht zu sehr spoilern. Wir gehen rein. Ich spiele auf dem PC mit dem Xbox 360 Controller und let's go. Ah, wir starten gar nicht im ersten Spiel, im ersten Level, sondern wir sind hier in der Candina Band. Na gut, dann hätte ich gesagt, erste Episode. Die dunkle Bedrohung. Verhandlungen. Kapitel 1. Story. Episode 1. Die dunkle Bedrohung. Kapitel 1. Verhandlungen. Die Republik ist in Aufruhr. Seit die Schiffe der Handelsföderation alle Handelsrouten von und nach Naboo, einem kleinen Planeten, in den Midrim-Territorien blockieren. Während sich die Lage weiter zuspitzt, schickt der oberste Kanzler heimlich die Jedi-Ritter Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi nach Naboo, um den Konflikt beizulegen. Ja, ich hoffe, denen geht's gut. Ja, auch das erste Mal bei einem Lego-Spiel. Gut, so viele haben wir jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht gespielt. Mit Facecam dabei. Die wird natürlich in Zwischensequenzen ausgestellt, aber so werden wir die immer wieder in dem Level platzieren. Ich weiß nicht, rechts oben ist, glaube ich, relativ gut, weil ich spiele sowieso alleine. Und da braucht man die Anzeige sowieso nicht. So, die Frage ist, was wird spielen? Hier, genau in dem Spiel, auf jeden Fall mal die Story, das ist komplett klar. Alle 6 Episoden mit, glaube ich, je 6 Kapiteln, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, und dann schauen wir, wie das noch weitergeht. Ob wir die 100% anstreben, das werde ich dann spontan entscheiden. Kommt halt auch immer darauf an, wie das Projekt so angekommen ist. Beziehungsweise wie es ankommt, ich sterbe hier gleich in dem Lego-Game. Das wird aber sowieso öfters passieren, also nicht wundern. Ja, bei Lego Star Wars 3, The Clone Wars, haben wir nicht die 100% gespielt. Da haben wir nur also alle Story-relevanten Level gezockt und auch... oha, was sind hier? Und auch so ein paar kleine... lustige Level. Also könnt ihr auch gerne reinschauen. War auch ein sehr, sehr lustiges Spiel. Die respawnen immer. Interessant, dass mir das erst jetzt auffällt. Obi-Wan, geh mal weg hier. Hä, kann ich das hier... Wieso kann ich das hier nicht... Ah, ich war zu nah dran. Okay, und jetzt geht das ja auch nach oben. Qui-Gon benutzt die Macht, um hier ein bisschen das Geld rauszuholen. Ja, ich kann nicht viel versprechen, aber ich versuche wohl ein Kapitel pro Folge ist, glaube ich, ein bisschen zu viel, oder?
weil ich mir das da durch überlege, oder? Ich habe keine Ahnung, wenn wir uns das anschauen. Ist ja natürlich optimal, wenn wir pro Kapitel eine Folge genau brauchen. Aber ich kann leider nichts versprechen. Leider muss ich auch dazu sagen, dass... Komm, geht's weg. Dass Episode 1, mit der wir hier auch logischerweise anfangen, wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, nicht meine Lieblingsepisode ist. Sie ist im Prinzip meine R2-D2. Sie ist im Prinzip die Episode, die ich am wenigsten mag. Nicht nur von den 6 Episoden, also die komplette Saga hat natürlich nicht, also dieses Spiel hat natürlich nicht die Sequels inne. Das müssen wir natürlich schon checken. Sonst wird das neue Game, das im Sommer rauskommt, auch gar keinen Sinn machen, aber ich glaube, ihr versteht das schon. Von den ganzen neuen Filmen, wenn nicht sogar, wenn wir die zwei Star Wars Story Filme noch dazu zählen, ist Episode 1 für mich das schlechteste, weil bis auf der Final Kampf das einfach nur langweilig ist, finde ich. Es ist einfach alles voller Politik. Ich meine, okay, Politik schön und gut, aber wirklich wenig Action vorhanden, wie ich finde. Und das ist jetzt sehr einfach noch gehalten. Da fährt das nämlich automatisch dorthin, beim Benutzen der Macht, wo es auch hin muss. Bei anderen LEGO-Games muss man das ja immer selber ein bisschen noch lenken. So, Obi-Wan, weißt du, was zu tun ist? Es ist eine kleine Falle, aber ich will das Mini-Kit. Ich bin zu alt dafür, wie heißt das? 1 von 10. Ich glaube, Mini-Kits heißen die. Ach, ich bin so alt. Okay, wäre schön, wenn wir jetzt noch die vollen Münzen zu... es ist ein wahrer Jedi, oder glaube ich, sowas ist das. Noch bekommen könnten. Ah, da ist noch. Ich habe mir ja gedacht, dass du noch eine zweite Aufgabe hast. Also, wie gesagt, keine Ahnung, ob wir die 100% machen, nicht oder nicht. Das, was in einem Level immer möglichst ist, versuchen wir auch dann immer zu schaffen. Ah, ein dummes Minikit. Warte, war das zum Lenken? Nein, ich habe schon gedacht. Oh, schade. Okay. Ja, wir während dem Spiel viel über... Fehlt da noch eins, oder... Hä? Ich habe gedacht, er kann sich da hochrangen. Kann sich nicht da festhalten? Bist du dumm, Qui-Gon? Ach, come on. Nein, geh runter. Vielleicht brauche ich das auch gar nicht. Warte, ich muss das ausstellen. Kann ich das überhaupt machen? Hallo? Da ist was. Achso, ist wahrscheinlich nur mit einem Client zu machen. Da kann ich da durch. Nö. Na dann geht das leider nicht. Ich glaube, da muss man Client sein für. Na gut. Weiter geht's. Also wenn ich mich so lange aufhalte, dann gehen sie hier bestimmt keine... War ich so weit hinten? Ach, ich bin in die falsche Richtung gegangen? Lol, bin ich blöd. Ich hab... Oh ja, egal. Gedacht, das ist hier auf dem Weg. Na gut. Muss ich das hier machen? Ah, lol, das zu reparieren. Ah, dann habe ich das sicherlich übersehen. Da gab es dann ein paar mehr Sachen. Aber ich will mich ja nicht zu lange aufhalten, weil, wie gesagt, ein Kapitel pro Part wäre ganz düfte, wenn das funktionieren würde. So, und jetzt darf Obi-Wan mal ran, oder? Obi-Wan Kenobi, von dem wir auch wahrscheinlich dieses Jahr schon eine eigene Serie... Oh Gott, was macht ihr denn hier? Eine eigene Serie bekommen werden. Ich weiß nicht, ob ich das hier schaffe. Ich möchte mal einen normalen Weg zeigen. Ich kenne das Spiel selbstverständlich. Ich habe es auf der Wii gehabt. Achso, es ist der einzige Weg. Achso, okay. Ich habe gedacht, das ist so ein Secret, dass man das Minikit bekommen kann. Ich glaube, das kriege ich so gar nicht. Nee.
Obi-Wan hat sich irgendwie gewehrt, einen Doppelsprung auszuführen. Hallo! Nicht auf mich schießen! Qui-Gon, mach doch mal was! Muss doch mal angreifen. Bist kein guter Meister, ich sag's dir. Ne, ich mag Qui-Gon eigentlich. Ja, wird sich sehen lassen, wie die Obi-Wan-Serie sein wird. Was ist das hier? Hier kann ich irgendwie nicht rüber. Hier ist eine Wand oder sowas. Eine unsichtbare Wand. Aber jetzt kann ich da hoch, oder wie? Ich verstehe das irgendwie nicht. Ich komme da immer noch nicht hoch. Ich kann auch keinen anderen Spieler da rausschicken. Da fehlt halt irgendwas. Ja, wir haben im Prinzip schon wahre Jedi geschafft. Das heißt, am Geld werden wir uns nicht mehr aufhalten. Ich bin gerade mitten im Kampf. Was ist mit euch los? Ich habe gerade, glaube ich, Unverwundbarkeit aufgehoben. Wurde mir nicht ganz angezeigt. Weil die Zwischensequenz dazwischen gefunkt hat. Kann ich das nicht so... Ah, okay. Doch. Es gibt, glaube ich, auch andere mit so einem lilanen... Mit einer lilanen Sphäre, mit einem lilanen Schutzschild oder so. Die kann man dann auch mit einem Lichtschild zerstören. Ah, ich weiß gar nicht, ob es die da gibt in... Lego Star Wars 3, The Clone Wars, gab es das, glaube ich, auf jeden Fall. Kann mich an sowas erinnern. So, für was war das jetzt? Das sind rote Blöcke. Gibt es die auch in dem Game? Weil es gibt ja immer solche Blöcke in Videogames, die dir Unverwundbarkeit oder Coins mal 2, mal 4, mal 8 und sowas geben. Und da werden die hergestellt. Ist aber ein schönes Easter Egg. Aber ich habe keine Ahnung, was das hier alles soll. Hallo? Ach so, er wird angezogen, Leute. Ich check das auch gar nicht, ne? Na gut. So, dann holen wir das hier. Und dann rüber da. Also ich habe mega Bock auf das Game. Auch wenn ich, wie gesagt, Episode 1 und 2 auch zum Teil nicht... Gott, weiter. Auch nicht mag, aber eins finde ich da schon deutlich schlechter. Auf das Spiel habe ich auf jeden Fall Bock. Auf jeden Fall. So, kannst du mal herkommen? Wie heißt du denn überhaupt? TC14. Du bist sehr, sehr langsam, weißt du das? Das gefällt mir nicht. Aber scanne ihn mal. Dankeschön. Und ab. Rein da! Und das war das erste Level. Wir haben Qui-Gon, Obi-Wan und TC-14 freigeschaltet, also... Eine sehr, sehr magere Ausbeute, aber wir nehmen es mit. Wir haben Wahidi geschafft. Und ordentlich Steine gesammelt. Das kann ich momentan noch nicht skippen. Weil es, glaube ich, das erste Mal ist. Wir haben ein Minikit, genau so heißen die. Man sieht noch nicht sehr viel. Aber ja, 160. Zwei, wie gesagt, mit wahre Jedi. Und das war's dann. Oh, jetzt sind alle Episoden verfügbar. Das heißt, wir können jetzt direkt in Episode 6 reinspringen. Aber das machen wir natürlich nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Das erste Kapitel haben wir geschafft. Ist ein relativ kurzer Part, aber ich glaube, das ist sich eben genehm, wenn man eher kürzere Parts bringt, dafür öfter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, liken und abonnieren, wenn ihr keinen Part mehr verpassen wollt. Und falls ihr wahrer Star Wars Fan seid, dann könnt ihr auf diesem Kanal auf sehr, sehr vielen geilen Star Wars Content freuen. Schreibt mir gerne Vorschläge in die Kommentare, was ich so spielen soll. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Und ciao.